Es ist eben eine sehr, sehr schwere Verletzung, auch ein lebensbedrohlicher Zustand, das muss man eindeutig so sagen. Jetzt momentan, 8.42 Uhr haben wir die Lage nochmal abgefragt, ist der, dass es unverändert ist in Bezug auf die letzten 12 Stunden, und dementsprechend müssen wir jetzt auch noch die nächsten Stunden abwarten, um genaue Aussagen treffen zu können. Die ganze Rettungskette hat extrem schnell funktioniert, muss man sagen. Er wurde auch sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wurde dort stabilisiert, komplett durchuntersucht, auch in einem zeitlichen Rahmen, wie wir das in Deutschland wahrscheinlich nicht viel anders realisieren konnten. Die Untersuchungen haben eben eine schwere Schädelverletzung ergeben, woraufhin er auch umgehend dann in das nächstgelegene Spezialkrankenhaus transportiert wurde. Dort wurde dann gegen 10 Uhr eine Operation durchgeführt. Darüber haben wir gestern auch schon berichtet. Es ist so, dass ich in den letzten 12 Stunden keine Änderung der Situation ergeben hat. Sicherlich steht unsere ganze Mannschaft unter dem Eindruck dieses schrecklichen Unfalls und dieser schweren Verletzungen, die Stefan Henze davongetragen hat. Alle sind erschüttert und beten und hoffen, dass es ihm bald wieder besser gehen möge.